Now this world shall know pain. Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenprojekt Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, das Spiel mit dem längsten Namen, das ich jemals jetzt Let's Played habe. Ja, ich habe mich sehr auf dieses Projekt gefreut, schon lange. Endlich habe ich dieses Spiel hier, ich spiele es komplett blind. Ich habe schon mal kurz reingeguckt, nur in den Optionsbereich, um die Stimme auf Japanisch zu stellen. Das Intro war immer noch Englisch, keine Ahnung warum. Und das hier wird es anstatt Ailo Milo laufen. Ailo Milo wird aus diversen Gründen pausiert auf unbestimmte Zeit und darum bekommt ihr jetzt Ultimate Ninja Storm 2 und ich schaue es nochmal kurz in die Optionen. Ich habe eigentlich auf Japanisch gestellt, die Stimmen, weil ich japanische Stimmen möchte, logischerweise. Okay. Wahrscheinlich gibt es das Intro nur in Englisch. Schade. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich habe nur mal Leute gesehen, die den Einser gespielt haben. Einser habe ich ein bisschen gespielt, aber ich kenne Naruto natürlich. Ich habe Naruto Shippuden auch gesehen, die erste Staffel von Shippuden, als sie neu war in Japan. Und fand es super. Und ich bin echt auf dieses Spiel gespannt, weil die Demo war schon echt geil, hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin ja auch echt ein Anime-Nerd und darum, das passt zu dem Japan-Flair, den wir zurzeit auf meinem Kanal haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt hier ins ultimative Abenteuer zusammen. Also los geht's! Ja, das Story für euch zum Lesen. Ich dachte, es sind einfach random Tipps, aber es sind wahrscheinlich ein bisschen Storyfetzen. Nehmt sie mit, solange sie noch heiß sind. Während es hier lädt, es lädt echt lang. %99. Hallo, mach es die 100 voll. Komm schon, du schaffst es. Jetzt, also. Koko yori sekai ni itami. お願い！ナルト！
したか。一陣の風とともに少年は二度舞い戻る。一つは故郷の危機に無尽の力を持って、一つは決別の過去を超え新たなる希望を持って。懐かしいな。そうだの。全然変わってねえってばよ。なんか見るもん全部が懐かしいってばよ。ったく、ガキじゃねえんだからそうはしゃぐなっての。別にいいだろ、久しぶりなんだからさ。か、そういうガキなところは全く変わらんの。なあなあ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一楽に。ナルト？ナルトなの？え？もしかしてさくらちゃん？いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃない。うわあ、ほんと久しぶりだな。へえ、それじゃあ無事に修行は終わったのね。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから、どんな任務でもドーンと任せろってばよ。そういう意味不明に自信あるとこ、昔から変わってないのね、あんた。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。とりあえず先に綱田とこに向かうぞ。あいつに挨拶なしじゃ後で何言われるかわからんからの。あのさ、エロセンに、その前にちょっと里を見て回ったらダメかな。ん？久しぶりだからさ、うずうずして仕方ねえんだ。ったく、そんなのは後でだと言いたいところだが、お前にとっちゃこん…大丈夫です、ジュライア様。な、責任持って屋敷まで連れて行きます。おお、帰ってきて早々桜ちゃんとデート。違うっつの。ならばわしは先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。おっ。序章、ナルト帰郷。それじゃあ適当にその辺回りながら屋敷に向かいましょうか。なんかワクワクするってばよ。So, erstmal ganz kurz, es sieht wirklich super aus. Der Optikstil des Spiels trifft perfekt den Anime-Stil. So, was haben wir hier? Karteninfo. Man kann Kartentypen und umschalten. Es gibt drei Arten von Karten. Bei freier Bewegung ist rechts oben eine Karte der aktuellen Position zu sehen. Mit der Back-Taste wird zur Regionalkarte umgeschaltet. Über das Startmenü ist eine Weltkarte zugänglich. Auf der Minikarte kannst du sehen, wo auf der aktuellen Karte du dich gerade befindest. Ja, macht Sinn. Die Regionalkarte zeigt die übergeordneten Informationen, zum Beispiel welche Läden und sonstigen Orte im aktuellen Gebiet bereitstehen. In der freien Bewegung kannst du diese Karte mit Back öffnen. Wähle im Startmenü die Option Weltkarte, um dir die gesamte Welt des Modus Ultimatives Abenteuer anzusehen.
Das Ausrufezeichen auf der Regionalkarte und der Weltkarte zeigen den Ort des jeweiligen nächsten Ereignisses der Hauptgeschichte an. Wenn du mal nicht weiter weißt, öffne eine dieser Karten und informiere dich über dein Ziel. Speichern, fortspeichern, blablabla. Nach manchen Ereignissen in der Hauptgeschichte speichert das Spiel automatisch, außerdem kannst du bei Speicherpunkten speichern, die in jedem Gebiet zu finden sind. Wenn du Probleme hast, du kannst bereits diesen Choice, blablabla, ja, blablabla. Okay. Es ist lang her. Also, wenn ihr nicht wisst, was hier genau geht, also mal ganz kurz, okay, mit dem Stick laufe ich mal ganz kurz erstmal, mit A springe ich, ja. Wenn ihr nicht wisst, worum es bei Naruto geht, Naruto ist ursprünglich ein Anime und es geht um einen Ninja, eben Naruto, der eben in dieser, also in der ganzen Welt gibt es Ninja, blablabla, bla bla, und er war jetzt lange fort von seiner Heimatstadt und hat trainiert mit diesem, wie er nennt, perversen Eremiten und kehrt es nach Hause zurück. Das ist so die grobe Übersicht, die ich jetzt geben kann. So, ich muss jetzt wahrscheinlich da in Richtung von dem Ding, von dem Pfeil. Da drüben ist wahrscheinlich ein Speicherpunkt, das rote. Und wir müssen zu Tsunade. Tsunade ist der Hokage, also der Anführer dieser Stadt. Und ja, mit der müssen wir uns treffen. Und darum reisen wir jetzt hier durch Konohagakure, das Name dieses Dorfes. Und hier, Speicherpunkt-Info. Bei Vogelhäuschen kann man anscheinend speichern. Okay, nee, möchte ich nicht, halt gerade eben schon gemacht. Was ist aber dann der rote Punkt? Ah, wahrscheinlich Läden. Okay, alles klar. Okay, wir können laufen, wir können springen, wir können doppelspringen. Nein, können wir nicht. Können wir sonst was machen? Wir haben wahrscheinlich ein Menü. Ja, genau. Und so weiter. Aber es wird natürlich auch alles erklärt. Laufen wir erstmal ein bisschen durch das Dorf weiter. Es sieht echt schön aus. Also wenn man auch den, wie ich ein Fan vom Anime ist, das ist hier echt ein Traumspiel. Die Optik kommt so gut ans Original ran. Es gefällt mir alles super. Und ich hoffe mal, dass die Qualität mit dem HD für euch sich jetzt hier richtig, richtig lohnt. So, da vorne ist wahrscheinlich die Hauptdings des Dorfes, wo der Hokage, die Hokage auf uns wartet. In dem Fall Tsunade. Ah, wir können auch so sprechen, wenn wir auch mit vielen Leuten können. Aber anyways, wir gehen jetzt mal die Treppen hoch und schauen, ob wir da oben schon von Jiraiya und Tsunade erwartet werden. Der Hokage-Raum. Tsunade-sama, Naruto zurettekimashita. おお、久しぶりだな。ばあちゃんに静音の姉ちゃん、元気してたか？ナルト君、お久しぶりです。その創造主さ、変わらないな、ナルト。 てわけで、エロ仙人とすげえ修行してさ、かなり力がついたんだぜ。うん。これからも活躍に期待してくれ。自信を持つことはいいことだ。だが期待するのは、お前たちが相応の力をつけているかを試して。どういうこと？ま、お前たちにはこれからとある試験を受けてもらうってことだ。 Dazu muss ich kurz sagen, wenn ihr es nicht wisst, Kakashi war der Lehrer von eben Naruto und Sakura, als sie noch Schüler waren. Also der Anführer des Teams noch zu Schulzeiten und zu Genin-Zeiten, also zu Ninja-Anfangszeiten. その性格は昔のままだな。あの、カカシ先生、試験って何のことなんです？それに、お前たちって。ナルト、そしてサクラ。お前たち二人がこの3年でどれほど力をつけたのか。そしてこれから共に任務を行えるかどうか。鈴？ってことは。ああ。お前たちにやってもらうのは、 3年前にもやったあの鈴取演習だ。鈴取か。懐かしいってばよ。あの時は俺から鈴を奪えなかったが、さて今回はどうだろうね。試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。はい。それじゃ待ってるぞ。ナルト。ああ。 俺たちの成長ってやつを。
Also gut, dann sollten wir jetzt zum Trainingsplatz und gegen Kakashi antreten. Das machen wir im nächsten Part. Bis gleich!